Seit 140 Jahren ist Bloomingdale's ein Einkaufsmecker in der New Yorker Upper East Side. Es wurde von den Gebrüdern Joseph und Lyman Bloomingdale am 17. April 1872 unter dem Namen Bloomingdale's Great East Side Bazaar in der 3rd Avenue No. 938 eröffnet. Ursprünglich stellte Lyman mit seinem aus Bayern eingewanderten Vater Reifröcke her, die zu jener Zeit in Mode waren. Doch die beiden Brüder entschlossen sich, selbst ein Unternehmen zu gründen. Als das Geschäft 1872 eröffnet wurde, waren die Arbeiten am Central Park und Metropolitan Museum of Art bereits im vollen Gange. Aber das Viertel war hauptsächlich von kleinen Fabriken und Lagerhallen besiedelt. Das größte Kaufhaus befand sich unterhalb der 34th Street. Die Brüder als Visionäre zu bezeichnen, wäre fast noch eine Untertreibung. Nicht nur profitierten sie von der Voraussicht, dass sich ihr Geschäft im Norden der Stadt eines Tages als Segen und nicht als Fluch erweisen würde. Mit ihren Entscheidungen haben sie das Erscheinungsbild von Warenhäusern bis heute geprägt. Die Brüder wählten den ursprünglichen Standort aufgrund der großen Glasfenster des Gebäudes, in denen sie ihre Waren ausstellen und bewerben wollten. Obwohl sich die Einnahmen des ersten Verkaufstages auf magere $3.68 beliefen, zog das neue Konzept schnell viele Besucher an. Und bald war der Standort zu klein für das Kaufhaus. 1886 bezog das Geschäft das derzeitige Domizil in der 3rd Avenue Nummer 1000. Im Lauf der Zeit änderte sich die Firmenphilosophie. Nun bot man den Kunden nicht mehr die preisgünstigen Waren an, sondern Luxusgüter aus aller Welt. Das Kaufhaus expandierte rasch und nahm schließlich den gesamten Gebäudekomplex ein. An der Wende zum 20. Jahrhundert befand sich Bloomingdale's nun an einem Verkehrsknotenpunkt der Pferdetram und Hochbahn. Lyman erwies sich weiterhin als geschickter Werbestratege. Mit dem Slogan All Cars Transfer to Bloomingdale's schlug er 1902 Kapital aus der verkehrsgünstigen Lage. Durch die Errichtung der U-Bahn-Station 58th Street, der Lexington Avenue Line, im Untergeschoss des Kaufhauses, wurde aus dieser Werbebotschaft bald eine Tatsache. Heute führt Bloomingdale's an den 30 landesweiten wie auch an den internationalen Standorten das innovative Konzept fort, das die Gründer vor über einem Jahrhundert auf den Weg brachten.